zum Hauptantrag. Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wenn der Antrag vom Wirtschaftsausschuss, die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses durchgehen würde, würde dieser Antrag ja unter den Tisch fallen. Und dieser Antrag ist aber auch so schwerwiegend, jetzt mal schwerwiegend im Sinne von Konsequenzen, die daraus erwachsen, dass ich bitte, dass da nochmal drüber gründlich diskutiert wird und die wir als Verwaltung uns auch das nochmal anschauen können. Und deshalb bitte ich, dass wir das nochmal im Wirtschaftsausschuss verweisen. Ist da Widerspruch? Nein, dann würden wir es verweisen. Dankeschön. Tagesordnungspunkt 8, Information der Verwaltung. Wir haben Ihnen zur Kenntnis gegeben, dass die Gremienbesetzung im Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschuss sich ändert. Der Herr Juraschka wird Stellvertreter und der Herr C. wird Mitglied. Das hat die SPD-Fraktion so mir mitgeteilt. Dann haben wir Ihnen ausgereicht die Informationsvorlage zum Stand zur 900-Jahr-Feier 2018 und die Veranstaltungshinweise. Tagesordnungspunkt 9, Beschlussfassung über die Einberufung der nächsten Sitzung. Die nächste Sitzung wird voraussichtlich am Donnerstag, den 26. Januar 2017, hier in diesem Raum stattfinden. Erhebt sich da Widerspruch? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das konzentrierte Arbeiten in zwei Stadtratssitzungen an einem Tag. Das ist auch ein Novum in Zwickau. Es gibt manche Dinge, die wir alleine nur haben, wenn wir gesagt haben, sind wir alleine nur, die sowas gemacht haben. Das ist wieder so ein Fall, brauchen wir aber nicht öfters. Ich glaube, ich habe heute auch zum Ausdruck gebracht, dass das wirklich eine Ausnahme sein muss. Ich bedanke mich auch für die Arbeit im abgelaufenen Jahr, wünsche Ihnen eine friedliche Weihnachtszeit und dieses Wort friedliche hat mehr wieder an Bedeutung gewonnen und ist nicht einfach nur dahingesagt, wenn man die Nachrichten weltweit verfolgt. Haben Sie ein paar besinnliche Feiertage, auf ein gutes Neues im Jahr 2017, spätestens am 5. Januar zu unserem Neujahrsempfang. Dankeschön.